da sind wir wieder. Die Sommerpause ist vorbei. Ein Monat haben wir ausgesetzt. Ich war zwei Monate in der Schweiz. Du hast uns ja letztes Mal einfach alleine gelassen. Und ich muss sagen, das hat mir gar nicht so weh getan. Uns auch nicht. Ich habe noch nicht mal dran gedacht. Doch, du hast, glaube ich, einmal oder zweimal den Namen gesagt, dass ich weg wäre. Mhm. Ja. Ich glaube, irgend sowas war da. Ja, damit die Zuschauer es nicht vergessen, was dich auch noch gibt. Schnell durchgeguckt. Ja, ja, wir wollten ja nicht, dass die Leute jetzt meinen, die Sache... Dass du in Vergessenheit gerätst. Die 87. Sendung, 87. Und ich begrüße auf jeden Fall zu Beginn einmal alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich die Mühe gemacht haben, um sich vor den Fernseher, für das Fernsehgerät zu setzen, um unsere wunderschöne Sendung sich anzuhören. Oder vor dem Computer oder vor das Tablet. Auch ich begrüße alle ganz herzlich. Wir haben wieder ein bisschen was vorbereitet und du jedenfalls, ne? Ich weniger. Weniger. Ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen. Wir haben es schon gehört, wir haben dieses Jahr nur einen Monat ausgesetzt. Das ist schon eine tolle Sache, finde ich. Denn es haben auch viele geschrieben und haben gesagt, wann kommt denn nun die nächste Sendung und so. Gut, jetzt sind wir da und ich denke, jetzt bleibt das so bis nächstes Jahr zum Urlaub. Jetzt wollen wir mal gucken, wer wo was vorbereitet hat. Du hast doch hier einen Putzlehrer gemacht im Urlaub, oder? Intelligenztest. Echt? Woran erkennt man einen Tablet-Besitzer, iPad oder das Samsung-Tablet? Oder woran der iPad-Besitzer, der hatte irgendwo diesen Sticker da, dass er überwacht wird. Ja, ja, aber im anderen Ohr. Ach so. Im anderen Ohr. Und dann hat ein Tablet-Besitzer immer sowas dabei, um sein Tablet sauber zu machen vor den Touchies. Mhm. Ich habe mir mittlerweile einen Stift gekauft, ich zeige den irgendwann mal. So, und dann hier. Guck mal da, in gewohnter Haltung. Hier, ja. Guck mal da. Hier. So, hier, da siehst und du, mach das Studio wie sauber. Das Ganze ist. Hast du nach der Produktion Zeit, kannst du zu mir nach Hause kommen. So. Ist das nicht toll? Ja, guck mal jetzt. Toll. Das ist ja ein Farbbild. Toll. Jetzt sieht man's. Hast ja doch was gelernt. Ja. 2 Monate hast du dann geübt. Ach, Quatsch. Quatsch. Ich habe E-Books geschrieben, was du noch nicht hingekriegt hast. Nö. Ja, doch auch nicht. Ich habe was anders gemacht. Ja, was denn? Guck, da. Ups, ist abgegangen. Das Ding hier hat man, das ist die Tauchkamera. Ich war dieses Jahr ein bisschen tauchen. Darf ich dir mal einen Witz erzählen vom WDR? Ja, das sind zwei, drei Jungs zusammen. Der eine sagt, meiner ist bei Stollwerk, der taucht zur Schokolade ein. Und der zweite sagt, meiner ist bei Ford, der taucht Autos ein, da mit Farbe. Und der dritte sagt, mein Vater ist beim WDR, der taucht überhaupt nichts. Okay, ich bin jetzt nicht beim WDR. Ich war einfach tauchen zwischendurch, weil das ist die Kamera für unterwegs. Das Ding hat man hier so an der Montur, dass wenn man die loslässt, die nicht einfach so verloren geht. Und hab ein bisschen geknipst unter Wasser. Wie ich auf der Homepage auch geschrieben habe, habe da auch meinen 500. Tauchgang gemacht, wo ich sehr stolz drauf bin. Gibt es da eine Urkunde? Nee. Jetzt hört man langsam auf zu schwätzen. Und die Probleme, die man mit Unterwasserfotos hat, da reden wir noch ein bisschen drüber. Alles klar. So, und ich gehe jetzt mal telefonieren. Das heißt, ich möchte Ihnen mal erzählen, was und wie ich gemacht habe. Ich habe seit Jahren Telefonanlagen bei mir zu Hause. Die jetzige ist so ein bisschen in die Jahre gekommen und setzt manchmal aus. Und ich stand vor der Entscheidung, kaufe ich mir eine neue? Oder nicht. Ich habe eine Fritzbox, auch natürlich zu Hause. Und habe mich da mal so ein bisschen damit befasst. Und diese Fritzbox ist eine komplette Telefonanlage. Kostenlos, einfach mit dabei. Und darüber will ich heute mal sprechen. Nicht über den Anschluss ans Internet, nicht über WLAN, ein bisschen schon, sondern über das, was hier in diesem Ding noch drin steckt. Und das finde ich ganz enorm. Also ich bin mehr als begeistert davon. Seit einigen Monaten habe ich die Fritzbox mit benutzt als Telefonanlage. Schauen Sie sich das Ding mal an. Die Anschlüsse hier hinten, die sind erstmal wichtig und interessant. Gut, Netzteil ist klar. Hier haben wir für Netzwerk die Anschlüsse. An dieser Stelle, da ist ein Anschluss für einen S0-Bus. Das heißt, hier an der Stelle kann ich 2 ISDN-Geräte anschließen. Das heißt eigentlich mehr anschließen, aber 2 können gleichzeitig darüber etwas machen. ISDN-Gerät ist zum Beispiel hier dieses Telefon oder vielleicht eine Karte, ISDN-Karte im Computer, wenn Sie sowas noch haben und brauchen. Daneben sind analoge Anschlüsse, die sind aber auch nochmal hier an der Seite herausgeführt als TAE. Das ist hier dieser Stecker, dieser merkwürdige. Der geht auf meine alte Möhre, so habe ich mein Telefon genannt, weil es wirklich ein ganz, ganz altes analoges Telefon ist. Also, die Fritzbox kann 2 ISDN-Telefone, die Fritzbox kann 2 analoge Telefone und sie kann Schnurlostelefone. So etwas hier zum Beispiel. Wenn ich dann mal das Display einschalte, dann können Sie auch was sehen. Die schalten sich nämlich immer wieder aus.
Das sind jetzt von AVM, die Fritzphone, Farbtelefone. Sie können auch ganz normale andere Telefone, die DECT-Telefone und die GAP-kompatibel sind, anschließen. Aber die hier sind natürlich sehr gut in die Anlage integriert, denn wenn es aus einem Haus kommt, ist ja ganz klar. Was Sie noch können, das ist so etwas hier. Wenn Sie ein Telefon haben oder auch nur einen Computer oder ein Tablet oder sowas, da gibt es eine App dafür. Und wenn das ins WLAN gehen kann, dieses Teil, was ja eigentlich üblich ist, meldet sich das per WLAN auch an die Fritzbox an und kann auch zum Telefonieren verwendet werden, wie eine ganz normale Telefonendstelle. Jetzt schauen wir uns das mal an. Wir bekommen hier jetzt gesagt einen Fehler. Ich hatte zwar dem Mailprogramm gesagt, dass es sich ausschalten soll, aber die Dinger, die machen ja eigentlich immer, was sie wollen. Ich trenne noch mal hier ganz kurz die Verbindung, sonst kommt er immer wieder damit. So, ich bin hier schon auf der Oberfläche der Fritzbox, gehe jetzt in den Bereich Telefonie hinein und habe jetzt hier die Möglichkeit Telefonbuch. Ich kann ein Telefonbuch hier anlegen, eigentlich unendlich viele Benutzer, aber ich kann 400 direkt anwählen mit einer Kurzwahl. Dann habe ich die Möglichkeit, einen Weckruf zu starten. Ich lasse mich auch wecken davon. Ich kann 3 verschiedene Weckzeiten eingeben in der Woche, normalerweise um 6 Uhr von Montag bis Freitag. Am Samstag ist der zweite Weckruf. Das ist dann nur für diesen einen Tag. Da ist es 7 Uhr, da kommt auch so ein bisschen was dazu. Und den dritten habe ich nicht eingetragen, der ist reserviert für sonntags. Da gibt es keinen Weckruf. Rufsperren, ganz wichtig. Denn ich bekomme immer wieder Anrufe von irgendwelchen Dödeln und Dumpfbacken, die meinen, sie müssten mir irgendwas verkaufen. Mir so angebliche Meinungsforscher, habe ich hier eine Rufnummer zum Beispiel aus Bochum gesperrt. Ist nicht die richtige, die Sie jetzt sehen. Dann Rufumleitung, ganz, ganz wichtig. Ich kann Rufumleitungen einrichten. Und zwar kann ich sagen, für bestimmte Rufnummern, für alle Rufnummern, für Rufe, die an ein bestimmtes Telefon, an ein Endgerät kommen und das ist schön, wenn ich weggehe zum Beispiel, leite ich meine Rufe um auf mein Mobiltelefon. Nicht alle, also nicht die öffentliche Rufnummer, sondern nur die, die für mich wichtig ist. Dann Wählregeln kann ich vorgeben, Festnetz und so weiter. Da kann ich natürlich auch Vorwahlen definieren, die als LCR-Vorwahl, also Least Cost Routing, Vorwahlen dienen. Und die Telefoniegeräte. Das Gerät kann Fax empfangen. Faxempfang, wenn Faxe ankommen und diese Faxe speichert es entweder intern oder auf einen externen Speicher, den ich anschließen kann per USB. Hinten haben Sie vielleicht eben gesehen. Es kann die mir auch per E-Mail nachschicken. Dann Anrufbeantworter. Ich kann bis zu 5 Anrufbeantworter einrichten und kann sagen, wann die aktiv sind, auf welche Rufnummern die reagieren sollen und so weiter. Und auch die Sachen, wenn ein Anruf kommt, können mir nachgeschickt werden per MP3. Das ist eine feine Sache, kann ich unterwegs an meinem Computerchen, was ich dabei habe, hören, wer angerufen hat. Und, wenn ich will. Und ich kann mir auch täglich eine Liste schicken lassen, welche Anrufe waren da, egal ob die was gesagt haben oder nicht oder so. Und wenn die Fritzbox die Rufnummer kennt, in dem Fall, ja, da wird natürlich automatisch der Name mit dazugegeben. Ich habe also jeden Tag da eine Liste und kann sehen, wer hat angerufen. Ach, der Wolfgang Back hat angerufen. Ach, der Heinz Schmitz hat angerufen und so weiter und so weiter. Also, alles das, was eine normale Telefonanlage kann, kann diese auch. Sie kann bis zu 10 MSN, normalerweise haben Sie, wenn Sie ESDN-Anschluss haben, 3 ESDN-Rufnummern, die müssen dann natürlich eingetragen werden. Bis zu 10 können Sie teilweise bekommen von Ihrem Provider und die können alle 10 eingetragen werden. Jetzt habe ich natürlich am Anfang schon erzählt, ich habe ja bisher eine Telefonanlage gehabt und diese Telefonanlage, die hat einen Anlagenanschluss. Das ist im Protokoll was anderes. Und da gibt es undokumentiert kann man nicht sagen, aber nicht unterstützte Option, dass man die Fritzboxen umschalten kann von diesem Mehrgeräteanschluss, was üblich und normal ist, auf den Anlagenanschluss. Und dann kann ich 10 DDI eintragen. Das läuft bei mir, das funktioniert bei mir vollkommen problemlos. Also, selbst wenn Sie einen Anlagenanschluss haben, können Sie sowas verwenden. Kommen wir nochmal zu dieser Geschichte. Ich will Ihnen mal zeigen, dass das hier kein Fake ist. Wenn ich also zum Beispiel hier auf meinem ISDN-Telefon wähle Sternchen, Sternchen 1, dann müsste hier die alte Möhre jetzt klingeln.
So, und das ist also das Telefon. Er hat also hier jetzt aufgehört zu plärren. Ich kann also intern von ISDN zu analog, von analog zu ISDN. Ich kann von jedem dieser Telefone natürlich auch mein Schnurlos-Telefon anrufen. Das geht hier so einfach, deswegen mache ich es von hier. Sternchen, Sternchen, 610 zum Beispiel. Dann kommt dieses hier. Jawohl, man kann es auch erkennen. Das Display ist angegangen und er schreibt auch, wer anruft, woher der Anruf also kommt. Auch das geht. Wenn ich es annehme, das ist der, nee, ich habe es weggedrückt, nicht angenommen. Das ist der Beweis dafür. So, und jetzt als letztes dieses Telefon hier, das hat die 620. Mal sehen, ob es auch wach wird. Sternchen, Sternchen, 620. Damit habe ich jetzt die Möglichkeit, wenn ich unterwegs bin, telefoniere ich damit ganz normal. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann meldet sich das im WLAN an. Und ich bekomme meine Anrufe von der Fritzbox natürlich auch darauf geroutet. Jetzt bist du auch wieder ruhig. Schluss. Also, ideale Geschichte. Ich brauche das nicht rauszunehmen. Ich brauche gar kein Schnurlostelefon. Ich kann mit meinem ganz normalen Klugschwätz-Smartphone da normal zu Hause auch weiter telefonieren. Es gibt noch eine Sache, die meiner Meinung nach ein bisschen außergewöhnlich ist. Man kann eine Fritzbox, nicht nur jetzt die, die ich hier habe, das ist die 7390, sondern auch die etwas kleinere zum Beispiel, die 7270, verwenden. Allerdings ist die Version wichtig. Die ganz alten nicht, die V1 nicht. Ab der V2 geht es. Das ist Versionsnummer, die haben auch andere Chips für die Telefonie drin. Verwenden als Repeater. Einmal für WLAN, das wissen wir alle, das ist ja klar. Und die kann man auch verwenden als Repeater für die Decktelefonie. Repeater hier, die normalen, die man so hat, die sind zwar gut, aber die können nur WLAN wiederholen. Der hier zum Beispiel 2,4 und 5 GHz, das ist schon was Besonderes, das können noch lange nicht alle. Aber wenn ich telefonieren will, sagen die, pff, nicht mal ein Problem, geht nicht. Das kann man natürlich für das Telefon Repeater kaufen, GAP-kompatible. Nur da habe ich ein Problem. Die Verschlüsselung, die normalerweise eingeschaltet sein sollte, damit man nicht, ich habe es hier vorgeführt vergangenes Jahr, mit einfachen Mitteln auch Decktelefone abhören kann, die kann man über Repeater in aller Regel, ich habe noch keine gefunden, nicht aufrechterhalten. Die können nicht repeatet werden, wenn es das Wort überhaupt gibt im Deutschen. Die Fritzbox als Repeater für Deckt, die kann das. Da kann man voll verschlüsselt das Netz erweitern. Das heißt also eine zweite Fritzbox, 7270 V2 oder V3 oder die 7390, wie hier zum Beispiel, irgendwo hinstellen in der Reichweite der ersten und dann wird auch Deckt weiter erweitert. Was man nicht kann, man kann sie nicht kaskadieren, also noch eine, noch eine, noch eine. Aber im Umkreis kann man mehrere Repeater aufbauen, also eine recht große Zelle darstellen. Was mir fehlt, das Wichtigste, Konfigurationsumschaltung. Ich kann natürlich sagen, hör mal, irgendwann sollst du Ruhe vom Telefon und will ich nicht mehr und so. Aber dass ich das irgendwo zeitgesteuert umschalten kann, mehrere Konfigurationen und am Wochenende sage, da will ich absolut Ruhe haben unter der Rufnummer oder dieser, das fehlt noch. Nur, man muss sagen, das ist eine vollkommen kostenlose Zusatzleistung, die oft nicht genutzt wird. Und viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, ja, ja, ich habe gehört, da sowas geht, das gibt es. Aber dass es so perfekt funktioniert und da bin ich mehr als glücklich darüber, denn ich telefoniere ja darüber, hätte ich nicht gedacht. Also, ein Fritz, der mehr kann als nur WLAN verteilen. Und dann haben wir noch einen Wolfgang hier im Studio, der kann mehr als nur E-Bücher lesen, sondern der kann sogar eigene E-Bücher schreiben. Sollen wir noch mal gucken, wie sieht's denn aus bei dir? Zumindest versuche ich das. Also diese 10 Minuten, die du jetzt gemacht hast, ich war dauernd hier am Zurückholen der einzelnen Geräte, weil die sich alle so irgendwann verabschieden und sagen, jetzt gehe ich schlafen dabei. Nun, ich habe es aber geschafft. E-Books. E-Books war schon... Ja, das war schon in den 90er Jahren ein Gespräch im Computerclub. Wir wussten, da kommt was auf uns zu. Man will Bücher umsetzen in Elektronik und man will die Bücher zum Lesen machen, nicht in einem Buch, sondern eben auf dem Bildschirm. Und da ist eine kleine Auswahl der E-Books, der Hardware-E-Books,
die ich hier mal aufgebaut habe und die ich auch alle mein eigen nenne, muss ich dazu sagen. Viele Leute sagen ja, E-Books, das ist doch Quatsch, das gebe ich auch kein Geld für aus. Das mache ich mal nebenbei, das mache ich hier im Computer. Und in diesen Computern gibt es sowohl für die Apple-Leute wie auch für die Windows-Leute gibt es den E-Book-Reader, der ist kostenlos, den kann man sich holen. Wir sehen das hier, da ist er hier. Und jetzt sehe ich, müsste ich ein bisschen nach vorne gehen. Und ich kann jetzt mit der Maus hier unten mal irgendwo hingehen. Ach, das ist ziemlich kompliziert. Ach, da ist sie ja, die Maus. Wenn ich da drauf gehe, na, da kann ich sagen, Seite größer machen. Ich möchte das ein bisschen größer lesen und größer machen. Und das dauert ein bisschen, bis er das kapiert. Na, macht er noch ein bisschen größer. Wenn er nicht will, dann macht er es kleiner. Warum macht er das denn nicht? Doch, da, so. Und kleiner. Also, man kann da ziemlich weite Veränderungen da vornehmen. So kann man es nicht mehr lesen. Ist vielleicht auch am besten, was ich da geschrieben habe, dass man es gar nicht mehr lesen kann. Also, das ist der Computer, den man sowieso zu Hause hat. Und da muss man ein bisschen gucken bei Google und muss sagen, E-Book-Reader kann man runterladen, kann das Ganze benutzen, lädt sich dann die Bücher hoch und Sie haben es eben gesehen, man kann dann die Schrift einstellen, groß, klein, andere Schrift. Das ist alles schon schön. Auch das ist ein Computer, das ist ein iPad. Und das iPad ist prädestiniert dafür, dass es Bücher liest. Denn es hat natürlich folgenden Vorteil. A, kann man es schön mit dem Finger hin und her bewegen. Und man kann es hier mit der Geste schön einfach groß machen. Da muss man nicht mit der Maus das Ganze machen, sondern sehen Sie hier, da können Sie das so hochfahren. Und da kann man jetzt lesen, auch Sehbehinderte können dann eine Einstellung machen, mit denen sie zurechtkommen. Also, das iPad hat natürlich einen Nachteil, wie dieser Computer auch. Wenn Sie im Urlaub sind, wenn Sie am Strand sind. Erstens mal ist das Ganze hier ein bisschen, mit Maus dann mitzunehmen, um das zu bedienen. Und dann ist das ein bisschen groß. Und Sie haben das Problem, dass am Strand die Sonne scheint, hoffentlich, wenn Sie da sind. Und dann können Sie nichts lesen, weil der Bildschirm nicht hell genug ist, um gegen die Sonne anzugehen. Auch das iPad verliert da die Möglichkeit, dass man sich da drüber freut, dass man das am Strand lesen kann. Ist nicht. Auch das iPad müsste sehr viel heller sein, wenn es gegen die Sonne angehen wollte. Jetzt kommen wir aber zu den eigentlichen E-Books. Da hat man ja erzählt, es wird E-Ink geben. E-Ink ist eine Firma in Amerika und die baut heutzutage diese Bildschirme für fast alle E-Books. Das ist E-Ink und diese Schrift wird... Ah, da verabschiedet er sich. Na gut, man sieht ja was anderes hier. Diese Schrift, die wird immer besser, je heller es draußen ist. Und hat noch einen Vorteil, diese Schrift braucht fast, in Anführungszeichen, wenig Strom, fast keinen Strom. Also das ist sogar im ausgeschalteten Zustand, ist da ein Bild zu sehen, weil eben dann, wenn das in Ruhe ist, fließt gar kein Strom. Und man kann, hier mit dem schätze ich, dass ich da 14 Tage, 3 Wochen damit auskäme, ohne das Gerät an die Strippe zu legen. Also E-Ink kostet, ich habe das in der Schweiz gekauft, es kostet 109 Franken, 20% abziehen, sind wir ungefähr bei 90 Euro. Es ist WLAN-fähig. WLAN-fähig heißt, dass es in der Lage ist, dass man seine Bücher direkt in das Buch hinein runterziehen kann. Muss nicht unbedingt sein, man kann es auch über den Computer machen und spielt es dann einfach über das Kabel in das E-Book hinein. Das gilt eigentlich für alle E-Books, die ich hier liegen habe. Hier, dieses ist ein E-Book von Drextore. Das kostet 68 Euro. Das fand ich günstig, habe es mir gekauft und empfand es aber dann nachher in der Bedienung etwas beschwerlich, denn hier vorne in der Mitte, da ist die ganze Bedienung. Da muss ich rauf und runter fahren, wenn ich was wählen will und in der Mitte drücke ich auf OK und dann kommt das so nach und nach. Der Prozessor ist nicht der allerschnellste, aber immerhin, man kann damit lesen. Es sind vielleicht auch viele, viele Leute, die nur Bücher gelesen haben mit der
Geschwindigkeit, wie das umblättert, zufrieden. Wir als Computer-Heinis, wir sagen, mein Gott, das geht doch schneller heutzutage, wir kennen das von den Computern. Warum rechnet der so lange und warum blättert der ein paar Mal um, bevor er das so richtig anzeigt? Aber das wird wahrscheinlich auch noch geben. Dann habe ich hier noch ein Gerät vergessen, gehe ich auch gar nicht besonders drauf ein, das iPhone. Da gibt es natürlich auch einen Reader dafür. Auch damit kann man Bücher lesen, wenn man noch gute Augen hat oder eine gute Brille hat. Dann kommen wir zu einem Außenseiter. Das Ganze nennt sich Touchpad. Und ich glaube, da sehen Sie ja schon die Probleme. Denn hier wird die Kamera schon ihre Probleme haben, da überhaupt was zu zeigen. Denn das ist jetzt wieder ein TFT-Bildschirm. Der wird von hinten beleuchtet. Und der hat Stromverbrauch, da können Sie sich vorstellen, das wissen Sie wahrscheinlich auch. Und da ist es auch vorbei, wenn Sie auf den Balkon gehen und die Sonne scheint und Sie wollen da was lesen. Und dann kommen wir noch zum Spitzenreiter im Grunde genommen. Der schaltet sich sehr gerne aus, muss ich sagen. So, keine E-Books ohne Kindle, muss man sagen. Das ist die 99-Euro-Version, die auch hier finde ich dann hier diese Sache, wo ich hier runtergehen muss, hier hin und dann drücke ich da drauf und wähle das Ganze. Ja, und dann kommt eben das E-Book und dann ist es genauso zu bedienen wie die anderen, die ich hier gezeigt habe. Und ich glaube, ich habe noch einen, ne? Hier, ah ja, der. Das ist im Grunde genommen, ist das hier mein Favorit. Der kommt von Sony, ist der einzige in dieser Klasse, die ich hier liegen habe, den ich hier auch mit Gästen auseinanderziehen kann und die Schriften einstellen kann direkt, ohne da über andere Programme zu gehen. Und der hat WLAN und der ist am teuersten, nämlich 149 Euro. Und er hat da allerdings einen relativ guten Prozessor, sodass das Ganze relativ schnell vor sich geht. Also wenn ich hier einmal blättere, dann geht das so vor sich. Da kann man mit leben, muss ich sagen. Das geht relativ schnell. So, das war ein kurzer Überblick über E-Books in der Hardware. Und ich könnte wahrscheinlich mein ganzes Geld ausgeben für alle verschiedenen E-Books, wenn ich die alle haben wollte. Ich werde auch jetzt Schluss machen, denn da kommt nicht viel Neues dabei herum. Aber E-Books, die werde ich weiterschreiben. So. Wir machen keine E-Books, wir machen Bilder. Bilder. Deine E-Book-Reader sind ja erstmal nur noch schwarz-weiß, die Farben kommen aber irgendwann. Aber Bilder kommen auch. Kommen, ja. Schwarz-weiß zurzeit auf den normalen E-Inks. Ein Taucher, der nicht taucht. Ja, genau das. Wenn wir mal auf den Bildschirm umschneiden, sehen wir da ein Problem, das sich im Urlaub ergeben hat. Das bin ich also bei meinem Tauchgang. Das ist ungefähr in 18 Meter Tiefe. Und wie man sieht, ist das Bild fast monochrom. Es ist fast nur blau. Mhm. Mit steigender Tiefe gehen erst die Rottöne und nachher die Grüntöne weg. Blau bleibt bis ganz tief unten. Na gut, nachher ganz tief hat man gar kein Licht mehr. Aber das wird sehr, sehr kurzwellig dann da. Ja, das ist also in 15, 18 Meter Tiefe ungefähr. Mhm. Und die haben hier ein Programm, der Grafikdesigner, Foto- und Grafikdesigner von Magix, der hat so ein paar Funktionen drin, die ich nochmal zeigen möchte. Mhm. Und zwar eine ist das hier, da drücke ich einfach auf Auto und habe plötzlich ein Bild, das viel besser aussieht. Mhm. Aber das ist jetzt nicht mehr die Realität. Die Fotos täuschen ein wenig. Man muss da schon ein bisschen nachhelfen, damit es normal aussieht. Auch diese Muräne, die ich auf der Zuhause-Seite hatte, die sieht original fotografiert, die ist mit Blitz fotografiert. Deswegen sieht man auch, bei 34 Meter war, das sieht dann auch ein paar Rottöne. Aber wenn man das dann ein bisschen nachhilft, dann sind die viel kontrastreicher und viel besser. Und das ist auch der Eindruck, den man unter Wasser hat, wenn man es selber sieht. Also den Eindruck hat man... Das ist der Eindruck, das Auge korrigiert. Das Foto lässt sich nicht da machen. Man kann zum Beispiel, wenn man alte Bilder hat, ich habe hier irgendwo ein paar ganz alte Bilder. Du meinst ein Bild von Herrn Back? Nein, alte Bilder, das sind alte, gescannte Bilder von Susanne, also von meiner Frau. Wenn man da mal schaut, dann sieht man nur noch eine... Das sieht aber matschig aus. Eine Matsche sieht man. Ja. Da kann ich dann hergehen, kann einfach ein Rechteck definieren, das ist dann der Bildausschnitt, denn rechts und links waren noch Weißräume und sagt dann auch Automatik und habe plötzlich dann wieder Farben, habe ein Bild, das gereinigt wurde. Das kann man nochmal bei einem anderen machen, das ist hier irgendwo in Berlin an der Spree, zack und drück auf Auto. Man kann natürlich das dann auch noch zu Fuß weiter bearbeiten, zu Fuß weiter bearbeiten und kriegt dann auch noch eine bessere Bildqualität oder andere Ausschnitte. Zu Fuß nimmst du aber die Hände dafür. Zu Fuß.
Zu Fuß nehme ich gerne dafür. Ja. So, das ist also ein Teil, den er kann, der mich also sehr überzeugt hat. Dieser automatische Algorithmus ist richtig gut, den die eingebaut haben. Man kennt die natürlich auch von anderen Bildverarbeitungsprogrammen. Mhm. Photoshop hat sowas drin, PaintShop Pro hat sowas drin. Allerdings, dieses Programm kostet 80 Euro und hat einen wirklich guten Algorithmus drin. Man kann auch andere Sachen damit machen. Und das heißt Magic, Foto und Grafikdesigner. Genau, ja. 2013. Weil er noch mehr kann. Er kann nämlich eigentlich noch mehr. Man kann zum Beispiel um so ein Bild hier, bleiben wir bei meinem Taucher, auf den ich so stolz bin, einen Rahmen rumlegen. Oder das Ganze im Raum ein wenig drehen, um so einen 3D-Effekt ein bisschen zu kriegen. Mhm. Oder man kann auch, lassen wir den jetzt einfach mal so, wie er ist. Irgendwo haben wir doch noch die Moräne gehabt. Nehmen wir die mal dazu. Wo ist denn die? Kannst du mal machen, dass die Moräne lacht? Nee. Ich habe noch nie eine lachende Moräne gesehen. Ich aber die jetzt so ein bisschen schon. So, ja. Die hat mich gesehen. Der blöde Typ denn da. Da kann man, wenn ich das richtige Werkzeug jetzt finde, da ist es, da kann man zum Beispiel jetzt sagen, ich möchte gerne eine Überblendung haben zwischen den beiden Fotos. Mhm. Habe also hier so einen Transparenzvektor, den ich setzen kann und kann dann weiche Überblendungen Fotos machen, kann also größere Fotomontagen aus dem Ganzen machen. Mhm. Dann kann man natürlich Textelemente einsetzen, man kann Grafikelemente einsetzen, man hat also hier auch so Grafikfunktionen. Jetzt habe ich den Taucher schwarz bedeckt, machen wir die Moräne lieber schwarz. Das ist ein Schwarzarbeiter. Ah ja, aha. Natürlich bin ich eitel. Warum machst du das alles weg? Erst machst du Fotos? Ich mache das jetzt wieder zurück. So. Ah ja, okay. So, man kann also wunderschön Fotos damit bearbeiten, man kann auch, da das sehr schnell geht mit den Ausschnitten, das ist zum Beispiel etwas, was ich jetzt dann mit Susanne machen will, die kriegt das dann irgendwann um den Rechner, können denn ihre 1800 Bilder, die sie gescannt hat, eben mal, die sind dann mit den kleinen Kodak-Dingern noch aufgenommen, kennst du noch, die so quadratische Fotos machen, die beim Scanner also immer rechts und links einen Farbrand lassen, die kann die eben mal ausschneiden, kann sie optimieren und kann sie wieder abspeichern, hat dann auch die Fotos aus den 70er Jahren, die sie gemacht hat, wieder in der Bildqualität, die sich sehen lässt. Aber 80 Euro ist eine Menge Geld für sowas, wo es viele Sachen gibt, die Ähnliches können, die nichts kosten. Gut, aber wenn ich mir ein Photoshop kaufe, dann zahle ich einen Tausender fast. Ne? Oder ein PaintShop Pro kostet auch ein paar hundert Euro. Das ist, wenn man nur einfach Fotos eben mal so bearbeiten will, es ist eine preisgünstige Lösung. Ne? Und man kann eben auch Grafikdesign so ein bisschen damit machen. Hat hinterher als Ergebnis dann eben ein JPEG. Man kann die Sachen dann auch direkt fertig machen für Facebook zum Hochladen. Und hat einfach eine einfache Lösung. Fertig, ich finde. Komm, wir machen fertig. Kommst du auch fertig? Ja, ja. Damit sind wir eigentlich schon wieder am Schluss der Sendung angelangt. Und letztes Mal haben wir so ein bisschen geschlampt und sind ein bisschen länger geworden. Das passt nicht überall in das Raster rein. Christian Maas, Entschuldigung, wir geloben Besserung. Tun so, als ob verbessern. Er ist aber auch ganz genau, ne? Der Christian Maas. Das muss ja auch sein. Dr. Dich also TV. Da eine Minute länger, da weil zwei da Minuten ja auch klar ein Automat zugreift. Und der hat eben keine. Der Automat ist doof. Muss ja sein. Ja. Wenn wir nochmal sowas machen, hack einfach hinten ab. Ist auch gut. Gut, okay. Dann ist aber die schöne Verabschiedung weg. Nach meinem Namen abhacken. Abbacken. Da ist was gebacken. So, jetzt sollten wir darauf hinweisen, dass wir auch nach der Sommerpause natürlich weiterhin unseren Shop haben, wo es weiterhin Sachen gibt. So langsam rollt auch die Winterware an, denke ich mal. Thomas? Was denn? Thomas so, Ritter? Aber die dicken Wollmützen wieder und so ähnliche aber Sachen. Aber Winterklamotten braucht man diesen Sommer ja auch schon. Das ist eine Idee. Ja, also kauft euch die Winterklamotten jetzt schon, dann könnt ihr sie im Sommer nutzen und im Winter habt ihr sie. Das war's für heute. Wir tun den Daumen nach hoch. Wer hat einen Daumen dabei? Ich habe einen. Er hat zwei dabei. Der hat zwei, naja, muss immer übertreiben. Ich war ja letztes Mal nicht dabei. Ach so, ja, klar. Ist verziehen. Okay. Aber dann das nächste Mal wieder nur einen. Und tschüss. Tschüss. Und tschüss.